auf dich aufpassen. Du musst mutig sein. Harry Potter. Du hast tapfer gekämpft. Komm zu mir heute Nacht. Und stell dich deinem Schicksal. Wir haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Du musst ihn zu mir bringen. Finde raus, wo er ist. Wenn wir ihn finden, können wir ihn aufhalten. Am besten wir springen, jetzt! Hogwarts ist in Gefahr. Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns. Ich muss zurückkehren, oder Sir? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Der Junge, der überlebt hat. Komm her und stirb. Erzählen Sie ihm, was in jener Nacht passiert ist. Wie Sie diesem Mann in die Augen sahen. Ihm, der ihn vertraut hat und ihn getötet haben. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Bis zum Ende. Nein! Komm schon, Tom. Beenden wir es so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Nur ich kann ewig leben. Mr. Gatsby, sagen Sie, wer genau sind Sie überhaupt? Siehst du nicht, wer dieser Kerl ist? Mit seinem Haus, seinen Partys und seinen modischen Anzügen. Wir sind in verschiedenen Welten geboren. Es liegt uns im Blut. Und nichts, was sie tun oder sich ausdenken, wird das je ändern. Halten Sie den Mund! Halten Sie den Mund! Gatsby. Schon als kleiner Junge hatte er eine große Vision von seinem Leben. Ich sorge dafür, dass alles genauso wird, wie es vorher war. Nur für dich und mich. Kein noch so großes Feuer hätte dem Märchen, das er in seinem Herzen trug, etwas anhaben können. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Und das entspringt wirklich alles nur deiner Fantasie? Doch ich hatte das ungute Gefühl, dass er etwas verbarg. Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir geteilt. Ich will nicht nach Hause zu Tom. Dann bleib. Es ging über alles hinaus. So einem Kerl müsste man dringend mal das Handwerk legen. Immer weiter nach oben. Draußen verändert sich was.
Ein Sturm zieht auf, Harry. So wie letztes Mal. Das Ministerium für Zauberei möchte etwas bekannt geben. Dolores Umbridge wird sich als Großinquisitorin mit dem sinkenden Niveau an der Hogwarts-Schule befassen. Es steht um Hogwarts. Noch viel schlimmer als von mir befürchtet. Schluss! Willst du einen? Man hat euch erzählt, dass ein gewisser dunkler Zauberer wieder sein Unwesen treibt. Harry! Das ist eine Lüge. Ich habe ihn gesehen, es ist wahr. Herr Minister, die Anzeichen für die Rückkehr des Dunklen Lords sind unbestreitbar. Er ist nicht zurückgekehrt. Dolores Umbridge hat Albus Dumbledore als Direktor von Hogwarts abgelöst. Mann, oh Mann. Der Dunkle Lord kommt näher. Er will seine Armee wieder aufstellen. Wenn Voldemort eine Armee aufstellt, dann muss ich eben kämpfen. Jetzt ist dein Augenblick gekommen. Dieses Jahr bilden wir so eine Art Zaubererarmee? Wenn die das können, können wir es auch. Wird sich eine Schreckensherrschaft erheben. Ich werde für Ordnung sorgen. Und eine Rebellion. Da handelt sich das Ministerium einen echten Aufstand ein. Wird beginnen. Irgendwie aufregend, nicht? Dass wir die Regeln brechen. Wer bist du und was hast du mit Hermine angestellt? Von Warner Brothers Pictures. Kämpf nicht gegen ihn, du kannst nicht gewinnen. Los, sieh mich an! Du verlierst alles. Ergreif sie! Expelliarmus! Harry Potter und der Orden des Phönix. Mr. Stark, Sie wurden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absolut lächerlich. Ich mag ihn nicht. Wie gefällt Ihnen Ihr anderer Spitzname, Händler des Todes? Gar nicht mal schlecht. Es wird gesagt, die beste Waffe sei die, die man niemals abfeuern muss. Ich bevorzuge die Waffe, die man nur einmal abfeuert. Sie haben bis morgen Zeit, um mir meine Rakete zu bauen. Ich sollte längst tot sein. Es sei denn, es gibt einen anderen Grund. Ich weiß jetzt endlich, was ich tun muss. Das sieht nicht wie eine Rakete aus. Was bauen Sie da, Stark? Ich arbeite an etwas Großem. Als wäre es 1000 Jahre her, dass ich mich aus dieser Höhle rauskämpfte, zu Iron Man wurde. Und erkannte, dass ich dich liebe. Ich weiß, ich sagte keine Überraschungen mehr, aber ich habe gehofft, eine geht noch. Die Welt hat sich verändert. Und keiner von uns kann wieder zurück. Wir können nur unser Bestes tun. Und manchmal ist das Beste, was wir tun können, neu anzufangen. Ich habe all diese Leute sterben sehen. Ich sage allen immer wieder, sie sollen sich damit abfinden. Manche tun das, aber wir nicht. Auch wenn die Chance,
noch so klein ist. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Das werden wir. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Avengers Endgame. Die gefällt mir. Vor einer Stunde ist im Kreml eine Bombe hochgegangen. Der Präsident hat das Phantomprotokoll aktiviert. Die Existenz des IMF wird offiziell geleugnet. Mein Befehl lautet, Sie nach Washington zu bringen, wo man Ihnen und Ihrem Team das Bombenattentat anhängen wird. Es sei denn, Ihnen gelingt es, Brand und mich zu überwältigen und zu fliehen. Wird einer Ihrer Leute jedoch geschnappt, ist er als Terrorist gebrandmarkt, der einen globalen Atomkrieg anzuzetteln versucht. Und was wird das jetzt? Ihre Mission, falls Sie sich entscheiden, sie zu akzeptieren. Wie lautet der Plan? Wer sind Sie wirklich, Brent? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Ethan? Merkt ihr, blaues Licht, dann fällst du nicht. Und was heißt rot? Tod. Das schaffen Sie nie! Sehr hilfreich.